Ziel ist heute, das zu Ende zu spielen. Dieses Spiel. So. Kurz Soundcheck. Klingt gut. Klingt hervorragend. Na dann. So, Alice im Wunderland, Tom Alone haben wir gespielt, das Orient Express haben wir gespielt. Dann spielen wir heute Police Fars. Ja, ich würde mal sagen, auf geht's. Feldzusammenfassung: Heute ist mein fallfreier Tag, um mit dem Papierkrams hinterherzukommen. Ah, toll, jetzt müssen wir Papierkrams machen. Na toll. Police Fars. Klingt ja gar nicht spannend. Officer Doody. Achso, was ist das? Fertigdetektiv? Hä? Für McNuggets Ruhestandsparty. Der Catering Service ist mit dem Kuchen eingetroffen. Schnapp dir dein Geschenk und dann los. Geschenk? Ich dachte mir schon, dass du es vergisst. Keine Sorge, ich setze deinen Namen auf mein Geschenk. Es ist von uns. Ah, okay. Meine Ordner über seltsame Vorkommnisse in Twin Lakes. Meine Notizen zu den offenen Fällen. Eine Downtown Ghoulie Man. Ein wahrscheinlich untoter Exhibitionist. Mirror Jane, eine Frau, die anderen Frauen in Spiegeln erscheint, die genauso aussehen wie sie selbst. Lucien Toupet, eine Perücke aus Werwolfshaar, welche andere Leute in Werwölfe verwandelt und sie getragen wird. Es ist jetzt mein Leben. Ja, und ich gehe mal kurz in die Option, guck mal, das war die Musik noch ein bisschen. Ja, Sprache Deutsche. Können sie bleiben. Okay. Mein treuer Mantel kann man mit allem kombinieren, von Shirt über Krawatte bis zur Sportkleidung. Naja, hier ist Twin Lakes FM mit mir, Dick Brickman, der euch Dick Brickman präsentiert, das Wetter präsentiert. Mit mir, Dick Brickman. Es regnet. Schalten Sie mich, Dick Brickman, später ein, wenn ich Ihnen Dick Brickmans Tricky Kicks präsentiere. Mit mir, Dick Brickman. Ah ja. Wenn auf all diesen Darkseid-Krams der Deckel drauf ist, möchte ich die gesamte Welt bereisen. Ich weiß tatsächlich nicht, was da drin ist. Die Schlüssel waren schon weg, bevor es zu meinem Büro wurde. Na dann, beeil dich, Kuchen. Na, gehen wir. Kaffee. Nichts geht über die erste Tasse Kaffee, wenn ich nur ein Stück Kuchen dazu hätte. Gegenstand halten, Kaffee. Sehr schön. Ein glasklares, klares. Nein, das hier ist warm und seltsam gefärbt. Tja. Glaubst du, dass ich irgendwann mal ein eigenes Büro habe? Ich hoffe es, Kumpel. Ich hoffe es. Ein kaputter Ventilator. Warum funktioniert der nicht? Vielleicht ist der Motor kaputt. Das muss ich mir später nochmal ansehen. Gegenstand halt Motor. Na toll. Ich habe den Ort nicht so heruntergekommen in Erinnerung. McKings Büro, Zellen. Schönste Haare der ganzen Einheit. Okay, das kann man ihm lassen.
Der hier sieht selbst gebastelt aus. Der Beste im Nicht-McQueen sein. Ja. McKing hat den dafür bekommen, der beste Taucher in der Einheit zu sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand anderes an dem Wettbewerb teilgenommen und teilnehmen durfte. Helmpokal. Das Clown in dem Pokal. Ah ja. Schicker Computer. Sein Gerät hat einen Ausschalter, beeindruckend. Unterstützt den Rücken. Cool. McKing und der Chief. Ich schätze, das sind die Fotos, die man bekommt, wenn man mit der Bürgermeisterin verheiratet ist. Hier gibt es Platz für eine Töpferscheibe. Hier gibt es Platz für eine Töpferscheibe. Es ist voller signierter Bilder von McKing. Das ist klar. Dieser Ort ist fantastisch. Eines Tages könntest du auch so wichtig sein wie das hier. Du musst dir nur den ersten Fall schnappen. Ich löse die ganze Zeit Überfälle. Einen gigantischen Marshmallow Man verhaften ist kein Fall, sondern das Ergebnis eines zu hohen Kaffeekonsums. Aha. Auf zu den Zellen. Scheint Murakami hat einen neuen Highscore erreicht, was auch immer er da spielt. Verdammt, wie soll ich je besser werden als er, wenn du mir immer wieder Arbeit gibst? Sag mir das bitte, ja. Da scheint kein Druck mehr drauf zu sein. Ich sollte das reparieren, bevor es wieder gebraucht wird. Okay, wir nehmen hier alles mit. Kaputte Drähte. Murakami würde es nicht stören, wenn sie weg sind. Ja, nimm alles mit, was dich nicht und nagelfest ist. Der Schreibtisch von Officer Murakami. Dieser Typ hat immer einen Grund herumzulaufen und mit Geräten zu quatschen, anstatt seine Arbeit zu erledigen. Nicht reden, arbeite. Freundlich wie immer, Wozinski. Geh weg. Speicherungszimmer, Treppenhaus. Oha. Feuer. Du wolltest Überraschung sagen, Detective. Nicht Feuer. Dudi, die Geschenke brennen. Das ist tatsächlich beeindruckend. Hm. Die Geschenke brennen und niemand scheint es zu kümmern. Verdammte betrunkene Cops. Ich werde das Ding verschlingen. Finger weg. Wir schneiden ihn noch nicht an. Aber Chief. Wirklich? Ist dieser Kuchen wirklich wichtiger als das Feuer? Wer hat eigentlich Feuer mitgebracht? Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Kein Feuergeschenk mehr. Gottverdammte Cops, denken sie wären Prometheus. Ah ja. Juckt echt wirklich niemanden. Judy, das ist ein Feuer. Diese Party ist heiß. Chief, das ist ein Feuer. Los geht's, ich habe euch das schon gesagt. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ehrlich, immer ich habe einen Verbrecherring aufgedeckt hier und ich habe meine Waffe verloren da. Immer das gleiche mit euch. Nun, nicht heute. Ich entspanne und trinke etwas. Aber in Stille, Detective. In Stille. Sehr schön. Dose mit Schlagsahne. Hey, ich wollte eine extra Portion Sahne auf mein Stück. Oh, wir haben uns Sahne mitgenommen. Ich liebe das Trinkgelage bei diesen Anlässen. Aber das Feuer. Hör auf zu jammern, Spielverderber. McNugget.
2 Tage bis zur Rente und ich bin in einem Raum mit einem Feuer, das außer Kontrolle ist. Genau wie die alten Zigeunerin sagte. Ja. Ein Feuerlöscher ohne Druck. Da brauchen wir wohl mal Druck. Ein Druckbehälter mit Sahne. Ich kann zu 100% sagen, ich hätte nicht erwartet, heute etwas derartiges zu tun. Reparierter Feuerlöscher. Sehr schön. Ich würde sagen, unser Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragter würde wegen dieses Hacks die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber offensichtlicherweise hat das Revier keinen. Wusch. Somit wäre das hier erledigt. Warte, was ist das? Diese Urne. Du meinst unser Geschenk? Judy, woher hast du das? Aus dem seltsamen chinesischen Laden, in dem wir letzte Woche waren. Durchsucht. Wir haben ihn durchsucht. Nach Gremlins. Es klingt nach rassistischer Profilerstellung. Julie. Naja, dann Fall geschlossen. Julie, der Deckel war abgebrannt. Die Gremlins sind weg. Und das Revier fällt auseinander. Wie ich bereits sagte, Fall geschlossen. Julie, wir müssen sie finden, bevor jemand zu Schaden kommt. Hier, nimm das. Aber Kuchen. Julie erhält Gegenstand. Gremlin-Urne. Soweit ich sehe, hat eben sogar sonst keiner etwas Netz besorgt. Gib mir das Trinkgeladen bei diesen Anlässen. Ich verstehe nicht, warum wir schon feiern. Ich habe noch 2 Tage bis zur Rente. Wir können es nicht riskieren, dass du nicht so lange durchhältst und wir deswegen eine Party verpassen. Ich sollte beleidigt sein, aber ich liebe eine gute Party. Ich möchte nicht, dass meine Kollegen mich dabei sehen. Ja. Vielleicht ein bisschen Kaffee zum Kuchen. Wenn ich dabei beobachtet werde, werde ich das nie ungeschehen machen können. Okay. Gericht zum Mitnehmen. Im Grunde sehe ich hier überhaupt nichts, was annäherungsweise mit Arbeit zu tun hat. Es ist eine Party, Mann. Entspann dich. Wir benutzen für jeden Ruhestand immer dasselbe Spruchband. Irgendwo muss ja gespart werden, Detektiv. Liegt es an den kurzen Budgets, dass hier alles auseinanderfällt? Nein, ich bin ziemlich sicher, dass heute Morgen alles funktioniert hat. Vielleicht sollten Sie sich das ansehen. Okay, gehen wir ins Treppenhaus. Und er sagte, hey, das sind die Süßigkeiten von meinem Kind. Gib sie zurück. Also habe ich ihm gesagt, dass ich der Ehemann der Bürgermeisterin bin. Dann zeigte ich ihm meine Marke und verhaftete ihn wegen Behinderung der Justiz. Oh, und du bist böse. Das ging dir nach einem tollen Mensch. Es muss so toll für dich sein, einen echten Detective wie Mac King zu haben, von dem sie lernen können. Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Gibt es keinen Wookie oder so, den du verhaften kannst? Das ist nicht was. Egal, McLean. Lebe lang und in Frieden, Depp. Empfang. Oha, jetzt kommen wir zu den Zellen, Garage, Schießstand. Okay, Officer Carl. Officer Carl. Er sollte ein Spürhund werden, aber jemand hat entschieden, ihn auf Süßigkeiten abzurichten. Aber denk doch nur an all die Verbrechen, die mit Süßigkeiten in Verbindung stehen. Bei all denen könnte er behilflich sein. Stimmt, wir hatten einen alarmierend hohen Rate an Süßigkeiten-Schmuggel in Twin Lakes. Gut gemacht, Officer. Ach ja. Feuerlöscher,
Nun, wo ich sowas nicht mehr brauche, finde ich einen funktionierenden Feuerlöscher. Ist immer so. Hier ist nichts weiter drin außer Abführmittel. Irgendjemand hat es hier hineingelegt, um uns mitzuteilen, dass wir alle vor Schei Twin Lakes Polizeirevier. Mit wem darf ich sie verbinden? Abführmittel erhalten. Na, sehr schön. Willst du vielleicht? Bin weg vom Fenster, wenn Chief Shoddy Scuddy mich dabei erwischt. Ah, okay. Was willst du, Detective? Siehst du nicht, dass ich einen Empfangsschalter zu schalten habe? Finger weg, das ist mein Mittag. Da ist mein Mittagessen drin. Warum ist es zwischen den Akten versteckt? Damit da niemand rangeht. Du bist ein weiser Mann, Bags. Okay. Oha. Oh, ein Gremlin. Das ist das erste Stück richtige Polizeiarbeit, das ich heute an diesem Ort sehe. Ich habe zwar keine Ahnung davon, wie das hier alles funktioniert, aber ich weiß, dass das hier nicht stimmt. Das ist eine Tasse, eine ganz normale Allerweltstasse. Ich weiß nicht, warum ich dieses Verlangen verspüre, jeden Gegenstand in diesem Raum zu kommentieren zu müssen. Tja. Freitagabend, 19 Uhr. Aber das Verbrechen schläft nie. Und wir arbeiten in Schichten. Und wir haben an gesetzlichen Feiertagen frei. Wir müssen die Resttage noch nehmen, Detective. Ich habe früher in der Vermittlung gearbeitet, bis ich irgendwann einmal die gesamte Einheit zum Haus des Chiefs vermittelte, um mir später abends Pizza zu bestellen. Ich kann gerade nicht sprechen, Detective. Das System ist offline und ich kann nicht herausfinden, woran das liegt. Hier in dem Bereich vielleicht mal unauffällig mal hingucken und da mal vielleicht mal einen kleinen Blick nach rechts werfen. Könnte was sein. Die TP-Server. Bizarre. Autsch. Geh nicht zu nah ran, Detektiv. Es ist ein ganz bissiger. Ja, danke, Tony. Daumen hoch. Okay. Okay, was wir mit dem machen, weiß ich gerade auch nicht. Nicker, nicker, Drähte. Er versucht, sich in die Datenbank einzuhacken und die ganzen menschlichen Informationen zu klauen. Sollten ihn brutzeln, Detektiv. Diese Schubladen sind voll mit aller Art Gerümpel, zum Beispiel Haarnadeln. Wo wir gerade dabei sind, kann ich mir eine ausleihen, Sally. Aber nur eine. Ich will sie übrigens nicht wieder zurück. Was auch immer du mit ihr anstellst. Stau. Okay, eine Haarnadel haben wir. Okay, das können wir damit nicht machen. Zu den Zellen. Eine Ratte. Dieser Typ hier genießt als Informant Polizeischutz. Wir haben das aufgehängt, um ein Loch zu verdecken, das ein Gefangener gegraben hat, um auszubrechen. Dummerweise für ihn hat er sich einen Weg in den Rest des Reviers gegraben. Tja. Lass dich nicht durch deine Gefangenschaft runterziehen. Seufz. Schön, dass die Ratte hier in einem... eine Zelle mit einer Toilette und mit einem Loch in der Wand ist. Kann sie ja gar nicht entkommen. Detective.
Ich werde meine detektivischen Fähigkeiten anwenden und sagen, sie sind dann wegen der Anstiftung beeindruckend. Den Verdacht nicht seine Anstiftung. Richtig, trotzdem geben Sie sie her, Roy. Was hergeben? Ihre Streichhölzer sonst Zigaretten. Ich wünschte, ich hätte sie niemals getroffen, Detektiv. Streichhölzer. Zigaretten aber nicht. Hast du gehört? Nein, das mache ich nicht. Ich finde Toiletten einfach nicht so witzig. Detektiv, entschuldige, dass ich Ihre Streichhölzer genommen habe. Ich bin mir da nicht so sicher. Hey, vielleicht sollten Sie auch ein Detektiv sein. Autsch. Autsch. Achso, ich kann mich selbst anklicken. Autsch. Okay. Er kocht Kartoffeln in der Toilette. Tom schreibt überall seinen Namen, damit er weiß, was ist und was nicht. Steht aber Tam. Na gut. Achso, Tam. Er ist auch Tam. Techniker Tam. Der alte Tam schnibbelt gerne. Schnibbel, schnibbel, schnibbel. Tam, du darfst im Gefängnis keine Messer haben. Tam kann und Tam hat. Ich fürchte, ich muss das konfiszieren. Tam hat keine Wärme für dich im Herzen. Gegenstand erhalten, Messer. Jetzt kann er nicht mehr schnibbeln. Der Arme. Ernsthaft, kann man überhaupt etwas sagen, was nicht buchstäblich Fäkalhumor ist? Der alte Tam hat nichts mehr zu tun. Gefängnis ist eine Strafe. Ah ja. Der Schlauch, den sie durch die Zellentürgriffe ziehen, um abends abzuschließen. Chief Shaggy hat wirklich eine Art Ordnung hier reingebracht, nicht wahr? Okay, wir haben Schlauch. Okay, da kamen wir her. Das WC fürs Personal. So grauenhaft, die Leute suchen es nur in den allergrößten Notfällen auf. Also warten kann man. Finger weg mit Kleinen. Irgendwas hat die Tür zu, also warten kann man zerstört. Wahrscheinlich du und dein idiotischer Kumpaner. Ich repariere das mit meinen männlichen Fähigkeiten und Muskeln. Wenn du wirklich helfen willst, hol mir noch einen Kaffee. Mein Zucker, das ist süß genug für mich. Oh, du bist so böse. Ich hasse diesen Mann. Er ist so anziehend. Ich wusste, dass du für etwas gut bist, McLean. Natürlich, jetzt haben wir ihm wirklich einen Kaffee gegeben. Das war ja Verschwendung. Mal ernsthaft, warum bekommt er all diese schönen Dinge? Einen gepanzerten Sportwagen? Dieser Trottel. Unsere Regierung hat einen Klotz mit Rädern rausgegeben. Ja. Sein Auto und Mackings Auto. Da kommt ein heftiger Zug aus den Schächten. Die Schrauben müssen wahrscheinlich nur angezogen werden. Können wir vielleicht. Können wir nicht. Hoppla, mein Messer fiel versehentlich runter und hat aus Versehen versucht, wiederholt, den Kings Räder reinzustechen. Aber sie scheinen unversehrt zu sein. Scheint, dass schon irgendwie irgendwas Großes runterfallen muss, um diesem Master wirklich Schaden, Monster wirklich Schaden anzurichten. Okay. Der Verteilerkasten ist fest zugeschraubt. Hast du jemals versucht, keine Ahnung, sowas wie ein
einzig und alleine mit einem Schraubenzieher zu öffnen. Ich bin schon immer eher eine Art Querdenker gewesen. Schlecht gealtert. Sehr schlecht gealtert. Nun muss ich etwas finden, um das Neue zu verkabeln. Okay, mal sehen. Ein Kabelrätsel, juhu. Ich muss die Drähte von einem Knoten zu dem anderen und gleichfarbigen Knoten ziehen, ohne dass sie sich überkreuzen. Okay. Ach, ich hasse solche Rätsel. Um das sich überkreuzen. Vielleicht geht das so. Na. Und das grün da nicht hin. Nee, so geht das nicht. Der Gelb muss zwingend da oben rein. Hat hier nur jeden Ausgang. Da kannst... Ja, so können wir es versuchen. Und kein Rot. Okay, das geht schon mal nicht. Grün kann unter Umständen. Der Blau muss halt hier unten durch. Damit Grün hier lang kann. Und Gelb hier lang kann. Sehr schön, so geht's. Eek. Okay, wir haben Spikey gegrillt. Ja, das System ist wieder online. Zeit, ein wenig harte Polizeiarbeit zu leisten. Sehr schön. Eine Baustelle. Wasserventil. Lass uns das Wasser wieder zum Laufen bringen, falls noch ein weiteres Feuer ausbricht. Ach du Schande. Die Wasserrohre verteilen sich über das gesamte Revier, vom Verhörzimmer bis zum Schießstand. Da waren auch noch nicht. Aber die Anlage scheint gerade kaputt zu sein. Wahrscheinlich die Schuld der Gremlins. Okay. Sehr schön. Leichter als gedacht. Die Sprinkler sollten jetzt wieder funktionieren. Ihr macht mich noch arbeitslos. Die Wasserrohre verteilen sich über das gesamte Revier, vom Feuerzimmer bis zum Schießstand. Jetzt, da die Sprinkler repariert sind, brennt es hoffentlich nicht mehr überall. Einige Ersatzrohre von den Arbeitern arbeiten, die hier stattfinden. Ein kalter, harter Lehmklumpen. Ich habe dafür gerade keine Verwendung. Ich finde diese kleinen Lattenzäune lassen diesen Ort richtig hässlich, häuslich wirken. Gutes Beiwerk vom Chief. Du siehst nicht sehr beschäftigt aus. Werkzeug ist kaputt, also sagt die Gewerkschaft, ich soll nicht arbeiten. Nicht meine Baustelle. Wer gegen die Gewerkschaft? Du kommst mir bekannt vor. Kenne ich dich? Nicht, dass ich wüsste. Nö. Was dagegen, wenn ich es mir ausleihe? Warum nicht? Sehe mich
sowieso so schnell nicht arbeiten. Gegenstand Universalschlüssel. Ah ja. Und damit können wir doch jetzt was machen. Warte, erstmal können wir jetzt noch. Die Bolzen sind an der Innenseite, also kann ich sie nicht rausziehen. Ach schade. War hier nicht was? Okay. Ein toter Gremlin. Gab es irgendwo noch was, was wir wo ein Schraubenzieher für brauchten? Okay, hier offensichtlich nicht. Er ist ohnmächtig geworden. Lass uns ihn von hier fortschaffen. Finger weg, Detective. Sie sind gerade wieder online gegangen. Riskiere nicht, dass sie noch einmal ausfallen. Können wir den Gremlin hier, wenn ich dabei beobachtet werde? Okay. Okay, den Kriminellen können wir nicht wegwerfen. Okay, wir hätten ihm den Kaffee geben sollen mit Brechmittel drin. Ich kann genauso gut auch eine weitere Tasse nehmen. Kaffee. Aha, lass den Kaffee laufen, McLean. Ich könnte das Zeug den ganzen Tag. Oh, oh nein, aus dem Weg. Eine Toilette. Karma freigeschaltet. Ich hoffe, es geht ihm gut da drin. Die Leute von Twin Lakes brauchen einen Helden, zu dem sie aufsehen können. Meine Innereien, das soll aufhören. Auf dem Einsatz meiner männlichen Fertigkeiten und Muskeln, beziehungsweise ich muss einen Weg finden, dieses magnetische Schloss zu knacken. Ich bin weg vom Fenster, okay. Schießstand. Ach du Scheiße. Uha. Wie ist er an die Waffe gekommen? Warum ist alles so unsicher auf diesem Revier? Piu, piu, tehehehe. Das ist schlecht. Ich möchte nicht, dass die Kollegen mich dabei sehen. Nicht außer, als wären unsere Jungs gut genug für die Sturmtruppen. Ja, nur Treffer daneben. Ein Verteilerkasten. Tja. Er trifft immer wieder diese Stelle, während er auf uns schießt. Wir brauchen etwas Stabileres, wohinter wir uns verstecken können. Ah, okay. Das Auto mitnehmen. Und wofür brauchen wir noch einen Schraubenzieher? Ich
Diese Schubladen sind voll mit einer Art Klumpe zwischen Schubladen. Was soll ich sie sonst aufbewahren? Okay. Dieser Schreibtisch vom Officer Mount County. Der Typ hat immer einen Grund herumzulaufen. Ich habe beobachtet werden, okay. Das können wir nicht. Meine vorherigen Versuche, Berichte für die Dinge zu erstellen, die ich gesehen habe. Okay. Ich möchte nicht, dass die Kollegen mich dabei sehen. Okay. Wird Zeit für eine kleine Pause, denke ich. Ja. Ich komme gerade in dem Moment sowieso nicht weiter. Also, kurze Pause. Thank you.
Thank you.
So, da bin ich wieder zurück. Ich habe mir nur mal zwischendurch ein Stück Stollen gegönnt. Ist ja schon 19:30 Uhr, ist schon Samstag, 27. November. Sehr schön. Und wir haben schon erst Advent. Ab 18 Uhr Vorabend geht ja. So. Was machen wir nun? Die haben eine Sprengtanlage, die haben wir jetzt repariert. Das können wir jetzt. Die Sprengtanlagen funktionieren jetzt wieder. Das war's. Das Biest ist nass. Ich weiß nicht, warum ich mir davon mehr erwartet habe. Tja, jetzt können wir bestimmt doch irgendwie. Hier haben wir doch. Neuen Verteilerkasten, Stromkasten gesehen. Vielleicht können wir jetzt irgendwie hier am Verteilerkasten irgendwie. Vielleicht können wir hier.
Die Gemlins haben alles andere hier zerstört. Ich bin sicher, dass es sowieso bald herunterfällt, wenn ich das jetzt nicht entferne. Keiner von uns glaubt das, aber ich bin so begeistert davon. Fight the System. Dudi, wir sind Teil des Systems. Du vielleicht. Ich bringe diesen Platz von innen heraus zu Fall. Ich wusste das irgendwie. Ich hatte nicht erwartet, dass das passiert. Fühlst du dich deswegen schlecht? Nein. Wir können ja sagen, der Lüftungsschacht fiel herunter, weil irgendein Querdenkerkopf da durchgekrabbelt ist. Schlecht gealtert. Die kommt in meinen Trophäenschrank. Ich meine, die lasse ich reparieren. Ja, das zweite. Detektiv, wie bekommst du all die Dinge in deine Taschen rein? Origami? Statt der alten Haube. Ja. Sollte man bei Videospielen nicht in Frage stellen. Ich muss es einfach auf diese Weise abknicken. Ah, sehr schön. Das war eine schockierende Art, ihn außer Gefecht zu setzen. Bist du stolz auf deinen Witz? Mehr als ich sollte. Endlich, Dudi, schnapp dir die Waffe und ich nehme den Burschen vor. Gegenstand halten, Schießstand kumpeln, kremlen. So, wir haben zwei Kremlins, kann man die Zellen sperren? Oh je. Genossen. Gut, wir haben jetzt den Müll. Was machen wir jetzt mit den Gremlins? Ich bin schon seit einiger Weile ohne Kaffee. Okay. Okay. Detektiv. Haben Sie das vorher nicht gesehen? Natürlich, ich war genau da. Sie haben nichts unternommen. Was soll ich machen, wenn die Leute mir die Feuer wiedergeben wollen, die ich ihnen letzten Monat gegeben habe, dann sollen sie doch. Moment mal, sie waren diejenige, die letzten Monat diese Feuer um das Revier herumgelegt hat. Sie waren Leuchtfeuer, alles sehr metaphorisch. Es war echtes Feuer. Metaphern können sehr real sein. Sie meinen, unsere kaum legale Goblins and Ghouls Division sollte einen größeren Büro haben als der Ehemann der Bürgermeisterin? Seien Sie froh, dass Sie nicht unten im Keller sind. Ja gut, für die Unterstützung. Danken Sie mir nicht, halten Sie die Stadt sauber von diesen Oogie-Boogie-Männern und die Oogie-Boogie-Frauen. Und nicht binäre Oogie-Boogies. Keine Diskriminierung in Bezug auf Oogie-Boogies. Sehr schön. Außer der Diskriminierung, sie aus Twin Lakes fernzuhalten. Außer der, ja. Nee, jetzt nicht mehr. Ich hab's doch schon gerettet. Ich glaube, Gremlins laufen herum. Ernsthaft, wir haben gerade darüber gesprochen. Sie haben einen Job, einen Job. Keine Oogie-Boogies und Twin Lakes. Dieses Revier ist Twin
Nix, ist irgendwo nix. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle, Detective. Läuft schief. Tschüss. Keine Party für euch, bis das Durcheinander beseitigt ist. An die Arbeit. Oh. Verstehe nicht, warum wir schon feiern. Ah, okay, das haben wir schon. Okay. Können wir den Motor vielleicht separieren? Ich glaube, ich kann die Schale aufheben. Ja. Ein Magnet. Oha, damit können wir doch bestimmt. Der Magnet sollte die Polarität umkehren und mich reinlassen. Oh, sehr schön, aber den letzten Gremlin. Okay, wie kriegen wir den jetzt weg? Ein Plastikschädel, überraschenderweise viel gefährlicher als ein echter Totenkopf. Wollen wir den mitnehmen? Scheinbar nicht. Magischer Wälzer. Ich hoffe, dieser illegale magische Schinken würde es übernehmen, wenn die Tür kaputt geht. Darkseid. Sollte ich jemals Schuldgefühle gehabt haben, McKink in seine dreckige Auszeit zu schicken, so sind die hiermit hinfällig. Ah ja, Papierschild. Andere Tatumor. Bücher über Rollenspiele nicht wirklich verboten, aber trotzdem gefährlich, sie zu lesen. Aber nicht zu gefährlich für unser wöchentliches Spiel. Tudi, schh. Hunderte und tausende kleiner Hüter. Ein Mann hatte sie hergestellt, damit er die Mäuse im Winter warm haben. Aber es stellte sich später heraus, dass es sich bei den Mäusen um eine Räuberbande handelte. Also haben wir sie konfisziert. Gasgranaten? Betäubungsgas, das könnte nützlich sein, wenn ich in der Lage sein möchte, die Party früher zu verlassen. Okay. Das würde mich und Studi auch lahmlegen. Ich muss vorher noch einen Schutz auftreiben. Ohne einen Luftschlauch ist das nur mein Pokal auf meinem Kopf. Das hier anzuschließen und schon wird daraus ein Taucherhelm. Loli, nimm diesen Schlauch mit nach draußen. Lass die frische Luft reinkommen. Nimm das, du kleines Monster. Oh, oh. Sehr schön. Solange er noch bewusstlos ist, stopfe ich ihn mal lieber mit scheinbar magischen Taschen. Weißmittel kommen dann. Richtig, das wäre dann alle. Ich hole Dunley. Wir können zum Revier und dann setzen wir diesen Fall ein Ende. Oh, lass uns diese Trottel in ihre neue Urne einschließen und zurück zur Party gehen. Party? Party? Da geht's rein, schläfriges Monster. Zurück in die Gefangenschaft, mein monströser Freund. Willkommen zu Hause, Kleid. Ups. Ups, das ist alles. Was machen wir jetzt? Sie im Klo runterspielen und zurück zur Party gehen. Wir müssen eine neue Urne herstellen. Eine magische, die sie wirklich aushalten kann. Nochmal. Tambourit. Was ist das, Chief? Ich bin sofort zur Stelle. War es nicht. Okay, wie sollen wir es jetzt hinkriegen? Ich weiß tatsächlich nicht, was da drin ist. Schlüssel waren schon weg, bevor es zu meinem Büro wurde.
Okay. Vielleicht können wir den Krabben nur eine Toilette. Oder auch nicht. Tja. Ist nicht sicher, dorthin zurückzukehren. So viele Streustrom für meinen Geschmack. Tja, was machen wir jetzt damit? Kisten voller Marmeladen, diese aus denen immer ein Löffel rausgekommen, genommen wurde von dem unaufgeklärten Löffelfall, wo die immer auftaucht, nachdem die Untersuchungen begonnen hatten. Oh, das war ich. Ich esse gerne Toast, während ich nachdenke. Immer vergesse ich, das Glas hinterher wieder zurückzustellen. Also öffne ich immer wieder ein neues. Kann ja mal passieren. Dudi, wir haben eine Menge Steuergeld ausgegeben, das zu untersuchen. Kann ja mal passieren. Na, sehr schön. Eine Schachtel nichts zueinander passender Socken. Unsere besten Leute fahnden nach einem Ring fadenscheiniger Waschmittel, die hinter dem Raub ihrer anderen Hälften stecken. Oben ohne selbst Porträts von McKing. Er hat für das Verbrechen eingetragen, zur Überwältigung für die breite Masse zu sein. Leser von der Seemänner, von dem mysteriösen Segelfigurenfall. Okay. Okay, auf die Toilette runterspringt man es nicht. Ja, was denn? Vielleicht können wir den Wasserspender benutzen als den vorigen Bericht. Fällt mir auch nicht mehr viel ein. Also warten kann man irgendwas. Wer glaubst du, hat diese dummen Dialoge für ein Comedy-Spiel geschrieben, welchem zwei Polizisten schräge Fälle untersuchen? Nichts, niemand, Klappe, was? Aha. Tja. Oh, magischer Wälzer. Braucht man noch ein unähnliches Ding. Können wir die Zauberhut Totenkopf.
Ich habe Leben erhalten. Tja. Ersatzrohr. Das können wir auch nicht mitnehmen. Tja. Was ist, wenn wir sie in die Spendezelle werfen? Unternehmen. Ich kann mal leben. Oh, das weicht es. Das weicht es auf. Völlig daneben. Wenn ich dabei beobachtet werde. Was machen wir jetzt mit feuchtem Leben? Vielleicht können wir damit die Gewässer reparieren, die wir nicht anklicken können. Was ist das schief? Ich bin sofort zur Stelle. War das nicht. Tür. Ein Behältnis, wo wir die Okay, weg vom Fenster, wenn das das schief bemerkt. Tja, da fällt mir auch nicht mehr viel ein. Also, was ist mein Milz? Wir pieksen den immer selbst. Ja. Keine Ahnung. Okay, mit den Rohren kann man nichts machen. Tja. Das ist deprimierend. Ja, also
Und neben Hexen können wir auch nicht. Und die Chemnitz reinchecken auch nicht. Tja, also. So, ich mach mal kurz eine, ich brauche mal eine kurze Pause. Bis gleich. Ganz kurze Pause.
So. Weiter geht's. Was haben wir denn noch nicht versucht? Mit den Pokalen irgendwie. Weg vom Fenster. Okay. Ein Leben auf dem Stuhl. Ein Leben in den Schrank. Machen wir das. Was? Weißt du, wie man eine Urne herstellt? So ist die Töpferscheibe. Ich habe den Film Ghost Nachricht von Sam sehr oft gesehen. Ich dachte mir schon, dass das eine Anspielung darauf wird. Was sonst? Zu Forschungszwecken. Ohne getöpfert. Und Judy hat ihn währenddessen angefasst, während er getöpfert hat. Sehr schön. Mal sehen, Abwehrrituale, Sprüche, um den Abwasch nicht machen zu müssen. Und ein Schaubild, wie man magische Uhren versiegeln kann. Praktisch. Oder den Spruch, um den Abwasch nicht machen zu müssen, den bräuchte ich dringend. Müsste ich auch mal wieder machen. Das ist den Spruch zum Abwasch nicht zu machen. Der hilft sich bei mir auch schon wieder. Darauf erstmal Schluck aus der Kaffeetasse. So. Ja, müssen wir natürlich erstmal Kremlin. Das war der erste. Nun sind es zwei. Das ist dann alles. Gott sei Dank. Lass uns irgendwo hingehen, wo es sicher ist. Okay, Schloss in Ordnung gebracht und Gremlins verstaut. Was haben wir daraus gelernt, Uli? Nicht zu viel Zucker zu essen. Ich stürze gerade ab. Ich erinnere mich nicht mal mehr wirklich, was passiert ist. Aber ich bin sicher, es war nichts Wichtiges. Jetzt lass uns zurück zur Party. Ja, sehr toll. Ungewolltes Geschenk. Hey, wo ist der ganze Kuchen hin? Wir haben alles gegessen. Warum ist das hier so durcheinander? Was habt ihr zwei getan? Also da war... Und wir... Jemand hat eine Gasgranate gezündet. Hässlich groß, spitze Zähne. Der Wagen war zertrümmert, als wir ankamen. McKicking war's. Seufz. Noch eins für die Rubrik Dark Side Mädchen. Das ist wahrscheinlich das Beste. Ja. Okay. Nun, ihr zwei fangt besser an aufzuräumen. Das Budget gibt nicht beides her. Kapriolen und Reinigungspersonal. Oh Mann, Hausarbeit und kein Kuchen. Dieser Tag lief nicht so, wie es mir erhofft hatte. Fall geschlossen. Sehr schön. Wir schaffen heute doch nicht alle drei. Beziehungsweise vier. Eine Bonus-Episode gibt es, glaube ich, auch noch. Habe ich gehört. Loch Ness. Müssen wir wahrscheinlich nochmal einen Stream zu machen. Aber die fünfte Episode, der fünfte Fall, den machen wir heute noch. Oder fangen zumindest an. So, Loch Ness. Fallzusammenfassung. Dudi und seine Blutwölfe halten gerade ein Pfadfindertreffen ab. Aber die Kinder riefen mich an und meinten, es wäre etwas faul. Loch Ness. Der Zeltplatz. Nun, hier bin ich. Camp, was mache ich hier? Warum auch immer diese Kinder angerufen haben. Ich verstehe nicht, warum du die sich nicht darum kümmerst.
Auf einem schlecht gemalten Schild steht, das Pfadfinder treffen als erstes hier. Das ist komisch, aber ich bin sicher, die anderen kommen bald. Setz dich einfach und denk nicht mehr drüber nach. Das ist eigentlich genau die Art Schild, die ich hier erwartet habe. Zeltplatz. Das passiert, wenn man die Leute über die Namen abstimmen lässt. Die anderen Auswahlmöglichkeiten waren Mördercamp, Opferfälle und der Ort, an dem du sterben wirst. Es ist nicht schwer zu erklären, warum das gewonnen hat. Es ist Jahre her, dass ich hier war. Erinnerungen. Es ist zu still. Wenn ich selbst fahre, ich muss das Radio reparieren und repariert bekommen. Für den Fall, dass du mir nichts dabei hast. Das Gekritze bedeutet, parken Sie Ihre Autos hier. Dann werfen Sie die Schlüssel weg. Bei dem Spaß, den Sie beim Pfadfindertreffen haben, werden brauchen Sie sie nicht ehrlich. Oh, das Seil hat sich gelöst. Ich glaube, ich habe jetzt ein Schild. Holzplanke. Ich schätze, das kommt ein Nachtclub für Fliegen am nächsten. Okay, hey Jamie. Willkommen am Monstersee. Gehen Sie, solange Sie noch können. Was? Warum? Warum? Wegen dem Seemonster natürlich. Es ist unsere Hauptattraktion. Vermeiden Sie es um jeden Preis. Was machen Sie hier? Jeden Tag stelle ich mich selbst dieselbe Frage. Jamie, du hättest deinen Traum folgen können, sage ich. Du könntest ein Koch sein. Aber dann erinnere ich mich selbst daran, dass ich keine Aromen riechen kann und denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Was machen Sie hier? Oh, ja, wo bin ich nur mit meinen Gedanken? Ich arbeite im Tourismusverband und das ist das Tourismusbüro. Wir, es und ich, erzählen den Leuten, was hier los ist. Und was man vermeiden sollte, wie diesen See oder den Riss der Stadt. Erzähl mir mehr über das Camp. Das Camp hat seinen Namen, weil es der Schauplatz eines schrecklichen Massakers war. Es ist auch der Ort, wo diese verehrten, verängstigten Geister zur Ruhe gebettet wurden. Unabhängig davon ist es auch der Ort, wo jedes Jahr schreckliche Tragödien geschehen. Es ist der Ort, an dem Kinder in die Ferien gehen und lustige Blutwolf-Aktivitäten machen. Es erfüllt mein Herz mit Freude, sie spielen zu sehen und mit Furcht, weil alles hier so schrecklich ist. Erzähl mir mehr über das Monster. Oh, riesengroße Fangzähne hat es. Oder Ranken. Vielleicht auch so ein großes Saugding. Und die Flügel. Oh, wenn sie die gesehen hätten. Es sind wahrscheinlich Flügel. Aber vielleicht auch Flossen. Schwer zu sagen, aus der Entfernung. Es ist über eine bestimmte Höhe hoch, wiegt eine Menge. Darauf können Sie sich verlassen. Haben Sie es jemals gesehen? Mit einem Augen? Entschuldigung, das war als Frage gemeint. Mit einem Augen? Nein. Nein, habe ich nicht. Hat es überhaupt schon mal jemand gesehen? Und überlebt, um davon zu berichten? Nein. Wie viele Leute hat es gerüchteweise erwischt? Gerüchteweise? Viele. Bewiesenermaßen? Keine. In Ordnung. Ein Teufel ist es. Aber eine wundersame Attraktion für die Region. Jeden Tag bin ich zerrissen zwischen Jamie, die Leute brauchen das Biest, das bringt das gute Geschäft, und Jamie, das Monster ist tötet, wahrscheinlich.
Auf Wiedersehen. Laufen Sie und schauen Sie nicht zurück. Im Ernst, wie haben Sie den Job bekommen? Ich habe in eine mächtige Tourismusfamilie geheiratet. Ja. Im Informationsstand. Eigentlich steht das I für Idiotensammelpunkt. Ich frage mich oft, Jamie, glaubst du, diese Leute sehen das I und verstehen, dass es Gründe gibt, warum sie an diesem schrecklichen Ort nicht willkommen sein könnten? Ich glaube, das ist ziemlich klar. Komm schon und komm und schau dir unser atmendes Land an. Wir waren dies 30 Meter über dem Meeresspiegel, als die Berge das letzte Mal eingeatmet hatten. Ja. Lagerfeuer. Das ist richtig ins Lagerfeuer, ja, das ist ins Lagerfeuer, lies. Du bist da. Davon hast du. Davon. Devon, du hast angerufen. Blut Alpha Duli wird vermisst. Waah! Schluchz. Vermisst? Erzählt mir, was passiert ist. Viele weinen. Fragwürdig authentisches Wehklagen. Wissen wir nicht. Er war letzte Nacht hier und dann heute Morgen weg. In seiner Koje wurde noch nicht einmal geschlafen. Er muss von Aliens entführt worden sein. Von einem Bären zerfleischt, wette ich. Lassen wir uns nicht zu Vermutungen hinreißen. Wann habt ihr ihn zuletzt gesehen? Wir haben nachts heiße Schokolade getrunken. Dann ging er ins Büro, um, weiß nicht, Bürokrams zu machen. Ich würde sagen, da fangen wir mal an. Wir? Ich mache keine vollständigen Fälle allein. Nur den bequemen Teil. Los, suchen wir uns einen Dudi. Wir müssen Dudi finden. This place is too tense without him to liken the mood. Okay, da hat ein Übersetzer schlechte Arbeit geleistet. Da habt ihr hier nicht weiter übersetzt. Auf Englisch, oh, okay, oder es war gewollt. Auf Englisch hört sich tense und tense fast gleich an. Und man kann einen sinnvollen Witz daraus machen, aber nicht auf Deutsch. Es hört sich auf Deutsch überhaupt nicht gleich an. Zu erklären, warum ein Witz der Übersetzung nicht funktioniert, anstatt eine Lösung zu finden, hört sich manchmal purer Vorbehalt an. Sehr schön. Oh ja, absolut. Aber wir haben hin und her überlegt. Es war spät. Irgendwann muss man die Niederlage akzeptieren und ins Bett gehen. Sehr schön. Selbstroast vom Übersetzer. Netz Lagerfeuer, habt ihr das selbst gemacht? Emily hat das alles selbst gemacht. Ich habe das nicht angezündet. Ich habe nur die Flamme befreit. So habe ich meinen Feuerflüstererabzeichen bekommen. Feuerflüstererabzeichen? Blutwölfe haben eine Menge nicht wirklicher Pfadfinderabzeichen. Fahrt besser nicht. Müssen du die finden. This place is too tense without him. Zu leitendem Mut. Ah ja, das hat man schon. Ich bin kein Ballonologist, aber ich bin ziemlich sicher, dass die nicht schleimig sein sollten. Okay. Ich habe eine Holzplanke. Vertrau mir, Mann, das Feuer geht so schnell nicht aus. Fällt zur Hütte. Gehen wir zur Hütte. Fliegen brauchen wirklich ein besseres Hobby. Manchmal renne ich immer wieder um das Gebäude und ich bin so schnell, dass ich alles in die Zukunft schiebe. Wie weit in die Zukunft? Manchmal volle 5 Minuten. Und wie lange brauchst du, um den Schwung dafür zu bekommen? Ungefähr 5 Minuten. Das ist ziemlich beeindruckend, kleiner. Gute Arbeit. Amelia. Der Ort ist verlassen. Wo sind alle? Zu Hause, bei ihrer Familie. Aber sollte das nicht ein Pfadfinder-Treffen sein?
Oh, das ist alles gelogen. Ist doch offensichtlich, oder? Ich schätze schon, aber warum seid ihr dann hier? Wir hängen mit Studi rum. Ich hoffe, wir finden ihn bald. Werden wir. Ich bin froh, dass dieses Wochenende sonst keiner da ist. Die anderen Kinder verwirren mich mit ihren Fragen. Wie heißt du? Wo kommst du? Warte mal, ist das meine Tasche? Okay. Oh, ein Telefon. Hallo? Jack Turner. Hallo, hallo. Hier ist Jack Turner, Devons Vater. Ich wollte nur hören, ob mit dem Jungen alles in Ordnung ist. Nicht zu naiv bei der ganzen Natur, hoffe ich. Es geht ihm gut. Barbara Turner. Sorry für den Anruf. Jake ist ein Angsthase. Bist du auf der anderen Leitung, Barbara? Ich rufe nur kurz an, Barbara. Nur um nach dem Kleinen zu sehen. Ja, Barbara? Ihm geht's gut, Jack. Du musst ihn nicht ständig anrufen. Lass ihn einfach eine gute Zeit haben. Na gut, nicht so etwas wie meine übervorsichtigen Eltern, oder? Ah ja. Verbindung dieses Ortes zur Außenwelt. Und haben wir dich angerufen, Detective. Ah ja. Davon ist feucht. Und darauf steht sehr echtes Pfadfinder-Treffen. An diesem Wochenende. Dudis Rudel sollte kommen. Sie sind das beste Rudel und werden das Pfadfinder-Treffen gewinnen. Große Güte. Das ist echt. Etwas riecht fischig. Es ist der Flyer. Er stinkt nach Fisch. Okay, im Büro. Die haben mir Dudi geschenkt, nachdem Emily die Raumbeleuchtung kaputt gemacht hat. Sie hat mich provoziert. I want to be leaves. Ich sage Dudi immer wieder, er soll keine billigen Imitate von rechtlich geschützten Inhalten kaufen. Okay. Er ist an und Dudi ist eingeloggt. Ich bin nicht stolz darauf, aber vielleicht finde ich ein paar Hinweise. Es waren gute Zeiten. Keine Angst, Kumpel, ich finde dich. Also das ist er und Dudi. Da ist eine Datei, die Passwort heißt. Mal sehen. Das Passwort ist Passwort. Es ist so sicher wie überraschend. Ja. Und den Müllkorb, den Papierkorb zu leeren ist auch nicht zu leeren, ist auch leicht. Da ist nicht viel drauf. Das sieht interessant aus. Grüße Blutwolf-Gefährte. Ihr und euer Rudel, schätze ich, seit dieses Wochenende zum 100%ig legitimen Pfadfinder-Treffen im Lager eingeladen. Ihr müsst kommen, ihr müsst. Nicke Blutwolf-Gefährte, kein Grund es nachzuschlagen. Sieht aus, als hätte er in seinem Dulluminati.com-Forum umgehangen. Da ist ein offener Tweet. New Dulluminaten. Die Regierung versucht, mich über meine Gehirnwellen zu finden, damit sie mich in die Filmindustrie zwingen können. Wie kann ich mich schützen? Da ist ein Typ, der seinen Postings nach oben schiebt und Dulian schiebt. Alle seine Beiträge sind signiert. Nigel Mensch. Ganz real. Ich fange an, hier ein Muster zu kennen, aber wer ist dieser Nigel? Okay. Haben wir was in dem Ordner? Ein leerer Ordner. Tja.
eine Gitarre. Auf diesem Aufkleber steht: Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Schätzte, hörst du die? Das Ding ist seltsam, dass es so etwas in einer Ferienlage gibt. Das ist Beatty. Es ist wie Seti, nur besser. Hallo, Amelia Devon, Emily Detective. Warum spricht es und woher kennt es meinen Namen? Wir haben doch gesagt, es ist besser als Seti. Wie kann ich euch heute helfen? Was kannst du mir über Doonies Verschwinden erzählen? Nichts. Wenn Mr. Doody ihnen sein Geheimnis anvertrauen wollte, hätte er ihnen das Kennwort gegeben. Uff, na gut. Was für ein Signal hat Doody gefunden? Ein 2,4 GHz Ultrafrequenzfunksignal. Im Grunde das Internet, aber hör auf, dich mit mir zu Cyber verbrüdern. Maschine, du solltest einfach nur das Internet sagen. Auf die andere Seite des Sees zur Quelle des Signals hingegangen. Die da wären? Ich fürchte, das weiß ich nicht. Ich bin nicht gegangen. Ich habe keine Beine. Wen hat sie geführt? Ach so. Was bist du? Wie kann das sein, dass du sprichst? Ich bin Beatty. Ich monitore, sammle und werte Signale aus. Auf der Suche nach außerirdischem Leben. Ja, wie Seti, ich verstehe schon. Ach, Seti ist ein Depp. Ich spreche 13 Sprachen. Ich bin Sachgroßmeister und habe den Sinn des Lebens herausgefunden. Der Sinn des Lebens? Ja, aber Doody hat das gelöscht, um Platz auf seinen Fernsehserie zu schaffen. Das weiß ich doch, 42. Ich brauche die Info. Wenn du sie mir nicht gibst, dann muss ich sie beschlagnahmen. Ich fürchte, ich kann das nicht tun lassen. Detective. Devon? Zur Seite, Mr. Zeit. Meine hochnässige AI-Abzeichen zu benutzen. Was? Warte, warum hast du überhaupt so ein Abzeichen? Ein Blutwolf-Geheimnis. Sorry, und du hast kein muss Wissen im Fall von Wissen müssen Abzeichen? Mach einfach, was du so machst. Ach du Schande. Okay, du durchsuchst die Karte nach Orten, an denen das Signal aufgetaucht ist. Ich markiere sie und wenn wir genug davon gefunden haben, sollten wir die Route haben, die gut Alpha Doody genommen hat. Wahrscheinlich hier, oder? Ja. Aha. In der Nähe von den Snicks. Ja.
gleich Stück für Stück nachsuchen. Irgendwo muss doch hier was sein. Aha, er ist hier ein bisschen zurückgegangen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Man sieht wie eine Karte von der See, vom See aus. Zu was? Wohin? Zu Lule. Nächstes Jahr drucken wir sie aus und schauen, wo es hinführt. Karte gefunden. Hurra. Hallo? Hallo, ich bin's nochmal. Wollte nur mal sicher gehen, dass Sie wissen, dass du, Devon, gegen Technologie allergisch ist. Wurde mal von einem Toaster gebissen. Er hat sein EMP-Gerät zu Hause vergessen. Ich kann keine Sekunde schlafen, wenn ich weiß, dass er da draußen in der techniküberfluteten Wildnis ist, ohne zu wissen, dass ihr EMP-Gerät an ist und funktioniert. Also eigentlich können Sie mir vielleicht Marco und sich erinnern. Hallo? Hallo, Barbara? Ich glaube, die Leitung ist tot. Ja, ja. Draußen Schlafräume. Ein Poster. Die Blutwölfe von Amerika existieren nicht. Stelle keine Frage, kümmere dich um dein eigenes Leben. Nicht die Einladen, nicht das Einladen, die einladendsten Poster. Man muss die Wölfe mögen. Wir haben keine Zeit fürs. Keine Zeit für was? Für Luschen. Verkleidung. Eine Kiste mit Verkleidungsstücken. Lass uns ein bisschen was mitnehmen. Verkleidungen. Ah ja. Die obere war meine. Und du die war unterhalb von mir. Ja, ich habe du die alte Kurier. Hier ist eine Packung Marshmallows mit der Aufschrift Onkel Gloopys glitschige Freuden. Charmant. Hey, mein Geheimversteck. Gib's. Marshmallows. Ah ja. Kantine. Oha. Küche Agnes. Hieß nicht die in. Habe ich's nur Augen so? Oder bin mir nicht mehr sicher. Eintopf fragt nicht nach dem Zustand. Ein Fischchen, das gibt's morgen. Als ich das letzte Mal hier war, war das voller Plastikfische. Das ist ein Fortschritt für euch. Metalltassen, eine Dose, Kolone, Mustards, Prison Custard. Eine Schachtel Redway Strahlungsbeseitigungspulver. Hier gibt's alles. Die nutze ich, um Devon die Haare zu schneiden. Deshalb trage ich diesen Körper. Hundefreier Hotdog. Im Ernst, unser Produkt enthält 0% Hund garantiert. Nicht, dass man eine solche Garantie erwarten würde. Tassen. Okay, die haben doch nicht mal eine Tassen im Schrank. Töpfe, die sehen nagelneu aus. Brauche nichts Topf, um Mahlzeiten mit Mikrowelle aufzuwärmen. Kann ich dann einen haben? Egal, ich nichts brauche. Topf. Dann lasse den Rest hier für den Fall, dass Agnes sie doch braucht. Schluck. Einmal Schluck auf.
nicht passiert. Was? Haben Sie Dudley irgendwo gesehen? Ich habe gestern gesehen. Hab ihn von Eintopf weggejagt. Hätte ruiniert. Hätte er Aroma dran gemacht. Nicht viele Leute hier. Und was bin ich? Leute Polizei. Manche sind hier, manche nicht. Leute Polizei. Abgekupfert von Jan Philipp Zimny. Die Leute Polizei. Wer kennt's nicht? Aber sie sind hier. Oh, tut mir leid. Nicht wussten, sie sind Leute Polizei. Schöne alte Leute Polizei. Ich nichts denke. Warum arbeiten sie hier draußen? Arbeit mit Kindern passt zu meiner sonnigen Gemüt. Tschüss, egal. Ein Schlauch. Ein Stück Schlauch, um das Aquarium zu reinigen. Ich denke, ich könnte ein kleines Stück davon nehmen. Ein kleines Stück. In Anführungszeichen. Gut, gehen wir nach draußen. Zum Seeufer. Oha, Demonstranten. Larry und Barry. Ein Benzinkanister und eine Kühltasche und ein Boot. Ein altes Boot ohne Benzin und mit einem Loch. Ich muss das reparieren, wenn ich damit die Karte über den See folgen will. Wir haben genug Nahrung, um tagelang auf das Biest zu warten. Alles schön frisch in Alufolie. Ein alter Benzinkanister. Er ist leer, weil ich ihn ausgeleert habe. Lass mich raten, um Feuer zu machen. Nein, ich habe es auf Devons Bett geschüttet, damit jeder denkt, er hätte sich bepinkelt. Was? Ich muss sicherstellen, dass die anderen Rudel nicht von uns abwärmen wollen. Leerer Benzinkasten. Okay. Hi Barry. Seid ihr auch hier, um es zu sehen? Um was genau zu sehen? Wir warten schon Ewigkeiten darauf, dass es auftaucht. Das Warten wird langsam langweilig. Aber ohne ein Monster gesehen zu haben, fahren wir nicht heim. Na, viel Glück damit. Warum seid ihr so erpicht drauf, ein Monster zu sehen? Wir sind 100% des Twin Lakes Cryptozoologie-Clubs. Wir sind immer auf der Jagd nach Seemonstern. Kanaligatoren, Kraken und im Winter Yetis. Die Leute wissen das nicht, aber es passieren viele seltsame Dinge in Twin Lakes. Glaub mir, das weiß ich. Ha, entschuldige, aber die Cops haben keinen blassen Schimmer von dem, was hier wirklich vor sich geht. Der geht zurück und holt Katzen aus Bäumen und überlässt uns die echten Detektivarbeit. Hat nichts Besseres zu tun? Nope. Nichts. Bis bald. Bis dich das Monster holt. Ja, die holt's als erstes. Absaug, Kid. Das hat sie nicht viel gebracht. Wir müssen irgendwo anders Benzin herholen. Ich befürchte, zurückzählten Zeit, ein wenig Feuersaft heraus zu beschwören. Gute Arbeit, schätze ich, jetzt her damit. Was? Gib mir den Benzinkanister. Ich hätte wissen müssen, dass du auf ihrer Seite bist. Ah ja, und wie kommen wir dann wieder nach Hause zurück? Ich hoffe, wir haben noch genug Restbenzin drin. Platsch, platsch, platsch. Das war's. Aufgetankt. Ist noch das Loch stopfen. Vielleicht mit den Marshmallows? Das hat nicht viel gebracht. Holzplanke? Das hältst du nicht. Ich brauche etwas, um sie festzukleben. Marshmallows sind klebrig, aber ich brauche sie in
Pastenform, damit ich sie funktionieren. Tasche war zu klebrig, also lagere ich sie erst einmal hier dran. Topf mit Marshmallows. Okay, können wir vielleicht mal. Lass uns diese Marshmallows schmelzen. Gang. Schmelzt sie zu Boden. Okay, Marshmallow-Pumpe. Nun, diese Plank ist jetzt klebrig. Gehen wir die. Klebriges Brett. Man braucht immer ein klebriges Brett. Immer sinnvoll. Das Loch ist geflickt. Ich schätze jetzt, so wie jetzt, wo es funktioniert, fahren wir hier am besten raus und schaue mir den See an. Wir gehen besser mit raus, Mister. Zu gefährlich, Kinder. Sag euch was, ihr bleibt hier und passt auf, ob du nie zurückkommt, falls ich ihn verpasse. Aber Gefahr ist mit zweiter Vorname. Nein, ist er nicht. Sie schreiben nur Gefahr auf all deine Dokumente. Oh. Wir müssen los, Mister. Wir müssen. Es widerspricht meinem Rechtsempfinden. Allerdings tun das die meisten Dinge, die ich mache. Also rein. Auf geht's. Okay, das werden wir bestimmt gebrauchen. Ein Ausdruck des Sees mit der Route, die du dir genommen hast. Oh, hallo Herr Reporter. Finger weg von der Kamera, wir drehen. Es ist eine Polaroid-Kamera. Eine nicht besetzte Polaroid-Kamera. Ist egal. Dick Big Man bekommt seinen Mann oder ein Monster gefilmt. Und sie können sicher sein, dass ich nicht gehe, bevor ich das mache. Bis ich Anlass habe zu glauben, dass sich das Monster woanders versteckt. Aber das ist eine Polaroid-Kamera, die kann nicht filmen. Hey, ich kenne sie. Dick Bigman hier. Ich berichte von dem Ort, an dem ich bin, für sie, wo immer sie sind, für die Twin Lakes News. Mit mir, Dick Bigman. Was machen Sie hier? Ich bin Dick Bigman, bin hier, um über die neuesten Neuigkeiten zu berichten. Und die neuesten Neuigkeiten ist, dass in diesem See ein Monster lebt. Das ist nicht wirklich eine Eilmeldung, oder? Leute reden seit Jahrzehnten über dieses Monster, Monstergeschichte. Eilmeldung, Polizei gesteht von dem Monster seit, und ich zitiere, Ewigkeiten gewusst zu haben. Wie sind Sie hergekommen? Sie können die Presse nicht ausschließen und ich, Dick Bigman, bin die Presse. Also lautet der Exklusivbericht für das Monster. Wir sind hier live an der Stelle, wohin uns unsere Untersuchungen bisher gebracht haben. Was werden wir sehen? Lebt hier das Monster? Werden wir endlich ein signiertes Foto der Kreatur bekommen? Schalten Sie ein, sobald ich, Dick Bigman, von den Twin Lake News irgendwas mitzuteilen habe. Sie wissen schon, dass es hier ein Publikum gibt oder sie brauchen nicht zu sprechen, als wären sie auf. Hey, Meldung, Detective, Sie sind hier. 4 Zuhörer. Ob für 4 oder 4 Millionen Zuhörer, Nachrichten müssen verbreitet werden. Vergessen Sie nicht, die Twin Lake Nachrichten mit mir, Dick Bigman, einzuschalten. Für die spannendsten Fazit der Woche. Dick Bigman sucht mit mir, Dick Bigman. Wo ich, Dick Bigman, jede Spur der Kreatur verfolgen werde. Jede Spur überhaupt. Mit Dick Bigman. Oha. Ich denke, wir haben uns verlaufen. Ziemlich gruseliger Ort. Ich wette, das sind Monster in dem Wald. Hoffentlich nicht. Nichts passt. Das sind alles Kindergrößen. Mal sehen, welche Art Outfits wir aus all dem machen können. Oha. Bigfoot. Absolut überzeugend. Können da nicht laufen. Können wir es ausziehen? Schätze schon. Nichts drin, mein Sir. Dann wollen wir weiter Ausschau halten. Schätze ich. Bist wirklich du das Lehrling?
Hinter dieser offensichtlich falschen Abdeckung scheint sich eine Höhle zu befinden. Lasst uns gehen. Ihr da, ihr Leute sollt hier draußen aufpassen. Okay, ich mache jeden fertig, der näher kommt. Oha. Nigel, das Monster. Ist der Schnüffler da draußen? Er kommt immer näher. Dudi, das ist doch. Wir haben Dudi gefunden. Ich muss schauen. Oh, hey, Detective. Dudi, was ist hier los? Oh, das ist Nigel. Hi. Er ist ein vertrauenswürdiger Kerl. Hat mich hergeholt, um bei einem Problem zu helfen. Ja, bist du fertig? Können wir gehen? Nein. Ich brauche Dudis Hilfe. Dulluminati.com und er sind in der Türfer-Zirkel sehr berühmt, musst du wissen. Was ist das Problem? Die Regierung will mich, weil ich ein Monster bin. Ein sprechendes Monster. Offen gesagt bin ich überrascht, dass du das nicht bemerkt hast. Wie auch immer, ich brauche Schutz. Wie eine Waffe? Pff, schau dir den Typen an. Lass uns alles lösen, indem wir drauf schießen. Ich besitze nicht einmal eine Waffe. Hör auf, über Waffen zu reden. Okay, ein Toupet. Gefällt's dir? Es ist meine menschliche Verkleidung. So bin ich ins Camp gelangt und habe Dudi überredet, mit mir mitzukommen. Ich war sicher, er ist ein anderer Blutelfer. Sehr glaubhaft. Eines Tages würde ich gern in der Abteilung für Film-Make-up arbeiten. Ich glaube, ich habe ein Händchen dafür. Es ist voller Pfadfinder-Treffen-Flair in verschiedenen Fertigungsstufen. Das Fehlen seiner Hände erklärt die kindische Natur der Poster. Am nichts davon erklärt, wie er einen Maltisch und einen Computer hineinbekommen hat. Tinte erhalten. Okay. Klebeband, ein Grundbestandteil im Inventar des Abenteurers. Das ist die gleiche Forenseite wie auf Dulis Computer geöffnet. Und die Tasten sind feucht, sehr feucht. Es ist voll mit Fischverpackungen. Verurteile mich nicht. Bist du okay, Duli? Jap, ist ganz nett hier. Aber da ich nicht weg kann, kannst du Nigel vor dem Schnüffler beschützen? Werde den Typen da draußen los und dann bring den Gedankenhut, damit sie ihn nicht wiederfinden. Juli, der Typ draußen ist ein Journalist vom Fernsehen. Perfekte Tarnung. Oh Mann, diese Regierungstypen sind pfiffig. Am besten überzeugen wir sie, dass Nigel woanders ist, um sie loszuwerden. Du bist selbst Bediensteter bei der Regierung. Okay, Gang. Die gute Nachricht ist, dass Dudi da drin ist und sicher ist. Schlechte Nachricht ist, dass er noch nicht rauskommen kann. Warum nicht? Da ist ein Blutalpha-Test. Das gehört zum Stell keine Fragen abzeichnen. Ja, darauf habe ich seit Ewigkeiten gewartet. Lass uns das machen. Ah ja. Vielleicht können wir. Könnte diese Leute dazu bringen, sich als Monster zu verkleiden. Aber ich muss einen Ort finden, wo uns keiner sieht, andernfalls die Verkleidung auffliegen.
Aber ich kann nicht laufen damit. Das hilft nicht. Du liest Schnüffler. Denk, Pigman, hier, ich berichte von dem Ort, an dem ich bin. Für Sie, wo immer Sie sind. Für die Twin Lake News. Mit mir, Dick Bigman. Okay, das bringt uns nicht weiter. Tja, schlecht getarnter Höhleneingang. Das hat nicht viel gebracht. Wenn ich das auf der Akademie versucht hätte, wäre ich rausgeflogen. Das hat nicht viel gebracht. Das hilft nicht. Das hat nicht viel gebracht. Nur in diese Karte enthält keine neuen Informationen. Also ist sie für mich nicht von Interesse. Okay. Ich könnte diese Leute dazu bringen, sich als Monster zu verkleiden, aber ich muss einen Ort finden, damit sie anhandweise auf den Aufliegen. Das können wir also nur hier machen. Können wir die Kamera mitnehmen? Tja. Habe ich welches Geheimnis dieser Wald birgt? Nicht, dass ich das dringend herausfinden müsste. Okay, die können da nicht laufen. Tja. Komplettlösung raussuch. Wenn man absolut nicht weiterkommt. Also. Ja. Das habe ich schon vermutet, dass wir hier irgendwie ein Foto von, dass wir die Kamera benutzen müssen. Kamera brauchen, um ein Foto von dem zu machen, den zu machen, Kostüm. Aber wie? Okay, hier nochmal zurück. Sorry, wir müssen unser Sandwich für die Warterei frisch halten. Wenn wir nirgendwo hingehen, bis wir das Monster nicht in Action gesehen haben.
Irgendein Beweis, dass es hier ein Monster gibt. Sogar selbst ein Foto würde schon reichen. Ne, das bringt nichts. Also, kann man auch mit ihnen reden. Seid ihr auch hier, um es zu sehen? Ah, ich brauche Alufolie. Sicher. Oh, großartig. Auf keinen Fall, Barry. Tante Tracy hat die für uns gemacht und sie werden matschig, wenn wir unsere Alufolie hergeben. Hast du recht. Wir könnten ewig warten, bis das Monster auftaucht. Bis wir keinen Beweis haben, dass es hier ein Monster gibt, bleiben wir da. Was bedeutet, dass die Folie auch hier bleibt? Tut mir leid, Detective. Das war sehr hilfreich. Oha. Hallo? Ich nochmal. Mir kam gerade der Gedanke, dass die Zusammensetzung der Materialien von Devons und Form nicht kenne. Und er könnte nahe, ich hoffe nicht zu nah am Lager für sein. Können Sie mir die Zusammensetzung sagen? Und wenn Sie schon dabei sind, können Sie mir Ihre Notfallplan im Brandfall erklären. Die Zusammenfassung reicht Ausbildung, Abstände der Feuerlöscherprüfung, Ihre Liste der Telefonnummern der Hubschrauberpiloten. Jack, mit wem telefonierst du? Mit niemandem, Liebling. Helikoptereltern. Was? Haben Sie Alufolie? Das ist Kantine. Natürlich haben Alufolie. Kann ich welche haben? Nee, das ist nur für Küche. Egal. Ah, toll. Das hat ja relativ wenig gebracht. Tja. Vielleicht ein paar gut platzierte Striche und getubtes Visier. Aha. Danke, aber nein, danke. Okay, können wir vielleicht ihm nochmal das gegeben. Meine Güte. Oh je, Einmeldung, das Monster wurde woanders gesichtet. Ich bin Dick Bückmann, melde mich ab, damit ich mir ein andermal anmelden kann. Von einem anderen Bucht. Sehr schön, können wir die Kamera nehmen. Er hat seine Kamera zugelassen. Ich schätze, ich sollte sie ins Fundbüro bringen. Und dann gleich an mich nehmen. So, dann macht mal. Okay, ging zurück in Bigfoot Outfit. Sagt mal, was man Bigfoot sagen, wenn man Bilder von ihm macht. Warte, sollten das Bigfoot sein? Bigfoot? Gegenstand erhalten, Beweisfotos. Frage mich, welche Geheimnisse dieser Welt. Okay. So, zurück damit. Geben wir denen das Foto. Ich habe ein Foto gefunden, das euch interessieren dürfte. Ein Beweis, endlich. Wir wussten, dass es ihn gibt. Wartet nur, bis wir ihn der Truppe zeigen. Ich dachte, die sind 100% des. Egal. Sie scheinen ihre Kühlbox Essen und Alufolie dagelassen zu haben. Davon nehme ich mir etwas. Alufolie. Okay, und was genau. Tun wir damit? Können wir damit vielleicht. Es hilft nicht. Okay, lass uns das machen. Ah, ein Aluhut zaubern. Sehr schön. Gut aufgepasst, ich habe da eine Aluhut-Bau-Leitung. Ja. Thank you.
Damals, als Verschwörungstheoretiker noch keine völligen Schwachmaten waren. Das sollte reichen. Jetzt muss ich das hier anklären, das so verhalten. Und voilà, ein Aluhut. Ich bringe den besser zurück in die Höhle und gebe ihn Nicke. Man könnte meinen, es wäre seltsam für ein sprechendes Monster, ein Aluhut zu machen. Dieser Job macht mich fertig. Ist der Schnüffler weg? Ja, er ist weg. Okay, gib ihm den Hut. Na also, das ist eine wahre Schönheit. Und jetzt, wo der Schnüffler abgelenkt und Nicke nicht aufspürbar ist, ist es Zeit für ihn, ein wachsames Auge der Obrigkeit. Können wir in Kontakt bleiben? Natürlich. Schick mir einfach Nachrichten von schwer überprüfbaren Orten wie Telefonzellen, Cafés oder dem Marianengraben. Alles klar, danke nochmal, Dudi. Armer Kerl, ich hoffe, er kann diese Regierungsschnüffler abhängen. Dudi, wir sind Regierungsschnüffler. Sprich für dich selbst, ich sage dem Mann nichts. Es ist gut, dich wieder zu haben, Dudi. Reff, reff, Splutter. Lass mal ziehen. Sieht aus, als ob du bei uns bleibst, Marshmallows für alle. Sehr schön. Wir sind die grausamsten Wölfe der Stadt. Man drückt sich beim Schnüfflern die richtige Kolben knapp platt. Wir. Fall geschlossen. Augenschaft freigeschaltet, Blutwolf. Sehr schön. Na dann. Und die sechste, vorerst letzte Fallakte bearbeiten wir beim nächsten The Dark Side Detective Stream. Machen wir noch irgendwann im Dezember jetzt, die nächsten Wochen. Schau ich mal, wo ich es unterkriege. Also, ja, und dann gibt es, wenn ich richtig informiert bin, noch eine extra Episode. Die machen wir dann auch noch. Gut, für heute soll es das aber mal gewesen sein.